Nach 6 Jahren Vorbereitung inklusive 2 Jahren Bau kann sich dieser sanierte Wohnblock in Salzburg eigenwirklich sehen lassen. Der groß angelegte Umbau zeichnet sich vor allem durch Energieeffizienz und Nachhaltigkeit aus. Wir haben aus 75 Einheiten 99 Einheiten gemacht. Wir haben sozusagen die Aufstockung und die ganzen Geschichten aus Holz gemacht, aus statischen Gründen, aber auch in Richtung der Baubiologie. Und haben aber auch nicht den Feuerwehrschutz dann wieder raufgeklebt, sondern haben auch da bauphysiologisches Material genommen, biologisches Material genommen, das also umweltverträglicher ist. Die Bewohnerinnen und Bewohner fühlen sich hier sichtlich wohl, nicht nur aufgrund der ruhigen Lage in der Friedrich-Inhauser Straße, sondern auch wegen der geringen Betriebskosten. Die technische Herausforderung war von Anfang an gegeben, weil das Gesamtenergiekonzept, das wir als Salzburger gemeinsam mit dem Wohnbauträger Hermann Österreich und dem technischen Büro Stampfer entwickeln durften, hat sofort einmal aufgezeigt, dass es hier darum geht, dass man eine Energieerzeugung vor Ort haben möchte und die Energie, die vor Ort erzeugt wird, auch hier vor Ort verbraucht werden soll. Im Wesentlichen erzeugen wir da nämlich zu 40% die Energie für Heizung und Warmwasser aus dem Abwasser, also Abwasserwärmerückgewinnung. Und der Rest ist dann eine Wärmerückgewinnung aus der Abluft und der Spitzenlastabdeckung. Wenn es richtig kalt ist im Winter, haben wir dann auch einen kleinen Pelletskessel. Für die Bewohner ist auch in Sachen E-Mobilität alles vorbereitet. Neben einem E-Car-Sharing-Angebot gibt es auch Lademöglichkeiten für alle Bewohner. Elektromobilität ist so, dass wir hier ein Konzept vorgesehen haben, dass es ausreichend Anschlussmöglichkeiten gibt. Das heißt, jeder Bewohner hat im Prinzip die Möglichkeit, sich in der Tiefgarage bei seinem Stellplatz eine Wallbox montieren zu lassen. Vielleicht noch ein Wort, wie wird der Strom hier erzeugt. Also wir haben hier 85 kW Peak Photovoltaikanlage am Dach. Und diese Erzeugung, die hier am Dach passiert, wird auf alle Bewohner, auf alle 99 Wohneinheiten aufgeteilt. Das heißt, somit ist es hier geschafft worden, dass alle Bewohner, alle Wohneinheiten von der Erzeugung am Dach partizipieren, ohne hier ein eigenes Dach zu haben. Damit hat sich die Wohnanlage im Süden von Salzburg zum regelrechten Vorzeigeprojekt einer Smart City gemausert.